Hallo und herzlich willkommen auf Lirella.de. Wir wollen uns nun eine Aufgabe anschauen, die wir mit Hilfe des sogenannten Horner-Schemas lösen wollen. Das ist die gleiche Aufgabe, die wir in anderen Videos schon mit Polynomdivision gelöst haben, nämlich gerade x hoch 3 minus 7 Viertel x plus 3 Viertel geteilt durch x plus 3 Halbe. Nun, meistens ist das Horner-Schema deutlich einfacher als Polynomdivision. Hier müssen wir aber darauf achten, dass wir nicht einen Fehler begehen, den viele hier begehen. Werden wir gleich schauen, wenn wir uns die Vorfaktoren aufschreiben, x hoch 3, x hoch 2, x hoch 3, x hoch 1, x hoch 0 und nun schauen, was wir da für Zahlen eintragen müssen. X hoch 3, das ist wie 1 x hoch 3, also kommt hier eine 1 hin. X Quadrat, da kommt es hier nicht minus 7 Viertel hin, weil hier ein x steht und kein x Quadrat. Das heißt, x Quadrat kommt hier gar nicht vor. Und etwas, das nicht vorkommt, können wir mit einer 0 beschreiben. Das heißt, jetzt können wir erst weitermachen, minus 7 Viertel x hoch 1. Habe ich hier minus 7 Viertel und dann plus 3 Viertel und natürlich, wenn die Gleichung, wenn wir jetzt die Nullstelle rausfinden wollen, dann gleich 0. Nun, was ist die Nullstelle, die wir raten oder die wir schon haben? Hier steht x plus 3 halbe, das heißt, umgestellt ergibt das gerade minus 3 halbe als Nullstelle. Das heißt, ich schreibe hier minus 3 halbe hin, Multiplikationspunkt. Und schreibe die 1 hier ab, so fängt es ja immer an. Und dann minus 3 halbe mal 1 ist minus 3 halbe, plus 0 bleibt minus 3 halbe. Schreibe ich hier hin. Nächster Punkt, minus 3 halbe mal minus 3 halbe, minus mal minus 6 plus 3 halbe mal 3 halbe ergibt 9 Viertel. Das heißt, 9 Viertel plus minus 7 Viertel, schreiben wir mal hier hin, 9 Viertel plus minus 7 Viertel. Und das ergibt gerade 9 Viertel minus 7 Viertel. Das ist 2 Viertel. Gekürzt ergibt es 1 Halb. Das heißt, wir können hier hinschreiben 1 Halb. Nächster und letzter Punkt. Minus 3 Halbe mal 1 Halb ist minus 3 Viertel. Plus 3 Viertel, natürlich 0. Damit ist bestätigt, dass diese Polynomdivision aufgibt, beziehungsweise dass minus 3 Halbe eine Nullstelle ist. Und die Lösung der Polynomdivision wäre gerade 1x², wie oft ist x hoch 1, minus 3 halbe, also minus 3 halbe x, und dann hier noch plus 1 halbe. Und sollte man jetzt noch die restlichen Nullstellen berechnen, können wir das tun, indem wir hier auf diese, diesen Term die PQ-Formel oder die ABC-Formel anwenden. Dankeschön.